Hallihallo, mein Lieben, willkommen bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir machen eine neue Seelenpartnerschaft. Nee, okay, eine neue Seelenpartnerschaft. Ich wollte eigentlich sagen, wir machen ein neues Seelenpartner-Orakel jetzt. Und da gucken wir mal, was ist denn gerade bei dir und deinem Gegenüber los? Ihr seht, ich habe hier eine schöne neue Aufmachung, ne? Den Wikinger-Kompass hier mit den Runen. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal gucken, was ist denn gerade bei deinem Fritzchen los, ne? Lass mal erstmal hier. Übrigens, du bist auch wieder mit am Start, ne? Wir lassen mal Fritzchen hierher kommen. Fritzchen ist der hier. Das ist unser treu-doofes Seelenpartner-Maskottchen, ne? Er wurde damals hier vom Kollektiv getauft, als ich hier angefangen habe bei YouTube. Und du bist die schöne, tolle Hundedame hier, ne? Und du bist mal wieder mit Fritzchen unterwegs jetzt. Also, und ja, letzte Woche warst du ja gar nicht da, da warst du ja irgendwie weg. Ich glaube, da hat sie die Nase voll, ne, von Fritzchen. Und jetzt bist du aber wieder da. Also, da muss ja wieder was im Kollektiv jetzt passiert sein, gell? Vielleicht hat sich ja der ein oder andere Seelenpartner schon wieder gemeldet hier. Ja, was ist überhaupt eine Seelenverbindung? Eine Seelenverbindung ist eine Verbindung, die auf einem höheren Level besteht, ne? Du hast ja eigentlich mit jeder Seele eine hohe Verbindung. Aber gerade eine Seelenpartnerverbindung oder, naja, Seelenpartnerverbindung klingt auch immer doof, eine Seelenverbindung, da spürst du zwischen dir und einem Menschen eine enorm starke Energie, ne? Manchmal sind auch so ein paar bestimmte On- und Offs zwischen dir und diesen Menschen und ja, das ist manchmal wie so ein Fluch und ein Segen zugleich, ne? Aber du sollst natürlich in so einer Verbindung mehr den Segen sehen als den Fluch, ja? Weil diese Verbindung hilft dir immer weiter, auf ein Level weiterzukommen in deiner Seelenentwicklung. Und dafür solltest du eigentlich schon mal Fritz danken, gell? Dankeschön. So, mein Lieben, jetzt geht's aber los. Jetzt wollen wir mal hier mit den Schutzengel-Orakel rein, in den Schutzengel-Karten reinschauen von Kai Quay. Was ist denn da jetzt los zwischen dir und deinem Seelenpartner? Was ist da gerade so das Thema? Okay, wir lassen zwei Stück rausspringen. Ja, da haben wir einmal die Verletzlichkeit und die Freiheit, ne? Es geht hier gerade bei dir und deinem Seelenpartner darum, ja, vielleicht wird man immer wieder verletzt von dem anderen, ja, und sich daraus irgendwie zu befreien. Vielleicht nicht immer aus der Verbindung, aber aus dieser Verletzlichkeit, ja. Und wir haben hier, guck mal, die Verletzung ist es eigentlich des inneren Kindes. Die Heilung des inneren Kindes ist jetzt bei euch wichtig. Hier ist irgendwie noch ein inneres Kindthema bei dir und deinem Fritzchen, ne? Irgendwas verletzt hier immer wieder. Irgendwas wird hier immer wieder angetriggert bei dir und Fritzchen. Und das geht in eine Heilung zu bringen, ne? Diese Sache. So, ich genieße es auch noch. Sorry, mein Lieben, für meinen Nieser. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen Schnuppi geholt hier. Naja, egal. Er geht doch wieder weg. Gell? So. Also, mit meinen Freyas Orakel schauen wir jetzt einfach mal rein, was ist hier noch los bei dir und deinem Fritzchen. Okay. Die Schamanin sagt schon mal, nimm dir Zeit für dich. Ne? Nimm dir Zeit für dich selber. Die Schamanin, das ist ja jemand, der auch heilt, ja, der hier eine Heilerfahrung auch so ein bisschen aufweist, ne? Vielleicht tut sich einer von euch beiden hier mit einem Schamane oder mit einer Schamanin irgendwie besprechen in dieser Zeit, ne, wie man vielleicht auch von inneren Kindthemen heilen kann. Ja, vielleicht macht man so eine Reise zum inneren Kind, kommt mir auch so ein bisschen mit rein, ne. Für andere ist es halt so, man nimmt sich jetzt auch mal so ein bisschen Zeit für sich selber noch. Das war ja letztes Mal auch schon drinne, glaube ich, mit, ne. Einfach mal, dass man sich mehr Zeit für Selbstliebe nimmt. Ne, war ja auch so in der Kollektivenergie drinne. So, und dann das Meer, sei frei und fließe wie das Meer. Also mir kommt mit dieser Energie jetzt hier rein. Man versucht sich hier aus einer Verletzlichkeit zu befreien. Ob du das bist, ob er das ist, ob ihr beide vielleicht auch an dieser Sache arbeitet. Vielleicht hat man Kontakt zu einem Schamane, zur Schamanin und macht so eine innere Kindreise. Na, oder du beschäftigst dich generell ganz, ganz viel mit deinem inneren Kind hier in dieser Sache, nimmst dir Zeit für dich, damit du ganz einfach wieder in den Fluss des Lebens reinkommst. Na?
So, das ist mein eigenes Tarot der Sinne. Fragen wir jetzt mal, was ist hier generell bei euch gerade los? Ja, ich sehe Rückzug so ein bisschen, dann ja, tut man hier so ein bisschen träumen, ne? Auf der einen Seite lehnt man sich hier ein bisschen zurück. Ah, ich habe auch gesehen hier, ja, man versucht jetzt auch so Dinge noch so ein bisschen zu nehmen. Also mir kommt hier rein, man macht auch manchmal so eine kleine Vergangenheitsreise, ne? Hier ist so eine kleine Vergangenheitsreise nochmal, die man macht. Man schaut nochmal hier in die Vergangenheit zurück, was da war. Man versucht nämlich eigentlich normalerweise jetzt hier, hat den Impuls, etwas hier in die Richtigkeit reinzubringen, ne? 10 der Kelche. 10 der Kelche, das ist sind die absoluten Gefühle hier. Ja, und einfach mal positiv zu denken. Also entweder möchte er das oder es ist generell euer Thema, ein Thema aus der Vergangenheit, was ihr hier hattet, in eine gewisse Balance zu bringen. Ja, euch aus dieser Verletzlichkeit da rauszubringen. Ja, das kann bei Ihnen in vergangenen Beziehungen, Verbindungen gewesen sein, kann aber auch bei euch sein, vergangene Leben oder ganz einfach vergangene Themen, die euch hier beeinflussen, wenn ihr euch schon sehr, sehr lange kennt. Ne, man überlegt hier, halte ich mich in der Illusion auf oder nicht mit den 7 der Kelchen? Was kann man daraus überhaupt schöpfen hier aus dieser Sache? Und einfach mal jetzt zu sagen, ja, ich bin bereit, Dinge zu unternehmen, wo noch mal so eine Vergangenheitsheilung reinkommen soll. Ne, man tut etwas aus der Vergangenheit irgendwie in Ordnung bringen. Also so kommt es mir rein. So. Welche Gedanken? Ich muss das mal hier ein bisschen ordentlich machen. Moment. So. Welche Gedanken hat dein Seelenpartner gerade in deine Richtung? Aha, guck mal. Er versucht das zu machen, weil er ist jetzt auf den Page, auf den Bube der Münzen gefallen. Ne? Er versucht hier, er kriegt den Impuls, was zu unternehmen. Das wäre ja schon mal gut, Fritz, Mensch. Da bist du ja schon mal sehr, sehr gut. Ne? Also wenn Fritzen jetzt so was fürs innere Kind-Thema unternimmt, der Seelenpartner, ne, also das ist doch schon mal super, würde ich jetzt mal sagen. Ne? So, und da haben wir hier auch das Kinderthema. Und ja, Vergangenheit. Ne? Er denkt über die Vergangenheit nach. Ja, er will etwas Vergangenes ins Glück reinbringen. Kommunikation auch nochmal. Und da sehen wir hier, dein Seelenpartner hat sich selber gerade in Gedanken, dass er hier. Das ist ja wirklich krass. Was ist denn hier los? Meine lieben Männer, wenn das hier, was da jetzt da liegt, eure Seelenpartnerin ist, dann münzt euch das bitte um. Ich erzähle mal aus der Sicht auf einen Mann, auf eine Frau. Ne? Genau, und alles andere ist eh geschlechterneutral. Und ich muss jetzt wirklich mal sagen, dass dein Seelenpartner, der hier drinnen liegt, jetzt Dinge unternimmt. Das können Dinge sein, hier eine Entscheidung zu treffen, mit jemand darüber, weil er denkt hier gerade nur an sich selbst, ne? Aber nicht egoistisch. Nee, nee. Der denkt an sich selber, er möchte hier was unternehmen mit einer Kommunikation. Da entscheidet er gerade noch, ob er hier vielleicht auch dieses innere Kind-Thema jetzt angeht, ne? Genau. Ja, vielleicht hat er ja irgendwas gelesen und hat so gedacht, ach ja, das trifft ja auf mich zu. Vielleicht melde ich mich da ja mal, ne? Vielleicht geht es mir dann besser. Also, weil, wisst ihr, manchmal diese Anzeigen hier, heile jetzt dein inneres Kind und sowas, oder vielleicht hat er irgendwie durch einen Bekannten oder durch eine Bekannte, die da auch spirituell ist, so ein bisschen was noch reingekriegt, ne? Wo man sagt, ja, das kann auch ein inneres Kind-Thema sein, ne? Guck dir das mal an und genau. So, auf der anderen Seite kann es aber auch sein, wenn wir es ganz normal jetzt sehen und mal nicht so gleich so hoch spirituell, ne, dass er hier auf den Neuanfang schaut. Ne? Er möchte einen Neuanfang haben. Ja, er überlegt hier wirklich, auf dich zuzukommen mit einer Nachricht, ja, da wieder was zum Wachsen zu bringen, ne? Wieder neue Impulse reinzubringen, neue Dinge, einfach mal hier einen Anfang wieder zu machen. Ne? Also das überlegt er gerade so. So, was für Gefühle hat denn dein Fritzchen, dein Seelenpartner gerade in deine Richtung? Oh, ja, der hat Kummer hier im Inneren, ne? Ja, der hat Kummer.
Bei dem ist ja ganz schön was los hier. So, was ist jetzt hier mit dem Sarg? Ja, der schaut sich das hier an. Und mit der Maske, okay. So, oh, also ich sehe, entweder seid ihr wirklich hier getrennt, abgetrennt. Vielleicht ist er auch gerade so von seinen Gefühlen abgetrennt. Na, vielleicht ging ja aber auch eine Freundschaft zu Ende. Vielleicht isoliert, hat sich hier jemand isoliert auch. Vielleicht isoliert er sich aber auch oder sie sich auch. Hier ist eine totale Unruhe in den Gefühlen. Vielleicht ist man auch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen, ne, weil der Baum gerade auf dem Kopf steht. Ja, und ja, man möchte einfach hier nochmal darüber reden, über das, ne, über das, was vielleicht auch war. Ich habe gerade noch gesehen, der Fuchs geht raus. Das ist ja schon mal gut. Ja, dein Seelenpartner, der schaut sich gerade hier entweder ein Ende an, was ihr habt, oder den Kummer. Es kann sein, dass er hier wirklich extrem Kummer hat, innerhalb vielleicht auch der Familie, ne? Aber wir fragen ja heute für dich, also würde ich jetzt mal sagen, er hat hier wirklich Kummer im Inneren. Er hat hier auf der einen Seite hat er Zweifel, er hat Kummer, ihm macht hier irgendwas fertig, also diese ganze Sache mit dir, ne? Das nimmt ihn ganz schön oder nimmt sie halt ganz schön mit und man würde das hier gerne mal klären. Ja, also hier bestehen totale Zweifel bei deinem Seelenpartner. Ich möchte mal wissen, was ist denn die Route hier? Ja, in dem Falle kann es wirklich sein, entweder zweifelt er nochmal an einer Begegnung mit dir, ne, dass man sich eventuell nochmal trifft oder dir begegnen kann, weil er Angst hat, dass du komplett hier abgeschlossen hast mit diesen Menschen. Oder es ist ganz einfach so, er oder sie hat wirklich großen Kummer gerade in deine Richtung, ne? Und möchte etwas klären mit dir. Ja, man möchte dir begegnen, etwas klären, man möchte etwas aus der Welt schaffen. Ein bisschen Ängste hat er schon noch, aber der möchte hier seine Emotionen klären in deine Richtung. Ja, ne? Also er möchte hier diesen Kummer auch endlich mal weghaben. Vielleicht will er dir aber auch die Wahrheit sagen, was er oder sie hier fühlt. Weil hier ist der Kummer und das guckt er sich gerade ganz genau an. Warum habe ich denn hier überhaupt diesen Kummer? Oder warum ist denn hier überhaupt ein Ende? Was ist denn hier los? Na, vielleicht hast du ihn ohne Vorwarnung irgendwie was beendet. Das kann natürlich auch sein. Und dann sehen wir hier, er versucht hier irgendwie diesen Kummer in eine Sicherheit zu bringen. Ne? Aber was ist sein Wunsch hier ist, entweder hat er wirklich hier Zweifel, wenn er sich begegnet, das enttäuscht ihn selber, diese ganze Sache, oder er möchte halt das gerne mit dir hier klären, ja, er möchte das gerne mit dir klären, bereinigen, hier, die eine Seite, das ist ja die Sonnenseite, ne, Klärung, er möchte eine Klärung haben, ja, und, aber auf der anderen Seite hat er schon noch Angst vor diesem Glück, ne? Aber hat natürlich auch innerlich eine Hoffnung in deine Richtung, ne? Dass das hier nochmal klappt. Okay, interessant, interessant. Jetzt würde ich mal gucken, wie geht es denn weiter? Welche nächsten Schritte macht dein Seelenpartner in deine Richtung? Ach Gott. So. Welche nächsten Schritte macht er hier? Aha. Einmal auf den Fuchs, bitte. Okay. So. Ach Gott, dieser Schnupfen. So, meine Lieben. In den nächsten Schritten möchte dein Seelenpartner Frieden in deine Richtung. Hier ist auch eine ganz große Anziehungskraft. Ne? Man will hier noch eine Entscheidung treffen, weil es ist nun mal eine karmische, eine schicksalhafte Verbindung. Vielleicht schickt er dir wieder eine Nachricht mit, unsere Verbindung ist so schicksalhaft. Sorry, meine Lieben. Ne, ich habe das schon mal durch, deswegen kam mir das gerade so rein. Also, passt auf. Ja. Hier ist eine große Anziehungskraft in den nächsten Schritten in deine Richtung, ne? Und er will hier noch Entscheidungen treffen. Es ist eine karmische, schicksalhafte Verbindung mit euch, so wie es mir angezeigt wird, ja? Und man möchte hier
noch mal drüber reden. Entweder, wenn es um eine andere Person hier noch geht, oder warum es so verstrickt ist bei euch, ne? Man möchte irgendwie dieses Komplizierte, was da drin ist, bei euch klären. Und ich sehe hier schon, mit dem Fuchs überlegt man jetzt wirklich schon eine längere Zeit auch hier oder zur Zeit, was man hier tun kann, ne? Vielleicht geht das auch schon ein bisschen länger. Dein Seelenpartner will sich von diesen Enttäuschungen abschneiden. Ne? Der will das raus mit der Sense haben. Der will Klarheit. Der ist nackt hier an seiner Klarheit. Ja, das ist, verletzt ihn ganz einfach hier. Und oder vielleicht denkt er auch drüber nach, wie man sich von diesen ganzen Ängsten und Unsicherheiten hier abtrennen kann. Ja, in den nächsten Schritten in deine Richtung. Ne? Und man will hier einfach eine Lösung finden, das Ganze sicherer jetzt zu machen, ne? In Form von einer Einladung oder ich frage mal, was will er denn für eine Lösung finden? Gucken wir mal. Ja, der denkt hier gerade so über Emotionen nach, über, ja, also im Inneren denkt er darüber nach. Im Moment weiß er es noch nicht so richtig, wo es hingeht, weil er sich wie in einem Labyrinth bewegen tut und ja, er will halt innerlich eine Lösung finden, ne? Und ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Hier ist auch irgendwie eine Blockade. Entweder hast du ihn blockiert oder hier ist was blockiert aufgrund, dass er vielleicht auch verreist ist oder ja, man fährt sozusagen mit seinen Träumen und Sehnsüchten so gegen den Eisberg, ne? Hier drinne. Und mir kommt jetzt wirklich rein, man möchte sich von diesen Enttäuschungen abtrennen hier, von dem, was immer hier nagt, an der Wunscherfüllung, weil er hat ja den Wunsch in deine Richtung, ne? Er möchte ja etwas in deine Richtung. Vielleicht sagt er das immer nicht und dann hängst du dann immer da und denkst dann, okay, ja, wo geht's denn nun hin? Und dann im Endeffekt sagst du dir, ach komm, ich lass das, das wird doch eh nie was, ne? Also so ist es ja meistens. Ja, es nagt hier an ihm, ne? Und er will mit dem Fuchs aber auch hier wirklich versuchen, ne? Diese Enttäuschung, die hier zurzeit, das, was hier falsch gelaufen ist, ne? Dass man das rausbringt, dass man das wegmacht, dass man das absenzt, ne? Und er versucht hier echt innerlich eine Lösung zu finden. Er denkt hier wirklich emotional nach, ne? Mit seinen Gefühlen in deine Richtung. Was man denn jetzt hier unternehmen kann bei euch, ja? Im Moment weiß es noch nicht, ne? Das zeigt wieder die Zeit und das Labyrinth, dass er noch nicht weiß, wo es hingeht, ne? Sonst hätten die Karten ja jetzt eine Lösung gegeben. Aber wo er hin will, das ist hier Zusammenkunft. Er möchte in den Frieden, ne? Er möchte in den Frieden mit dir rein. Er möchte hier ja, dass die Harmonie wieder bei euch einkehrt, ja. Okay, schauen wir mal. Ich gebe jetzt mal eine Karte mit hier von Maxim Mangewitsch. Das interessiert mich jetzt mal. Ich möchte mal wissen, was wird denn hier dazu als Tipp gegeben? Ach du meine Güte, nicht so viele. Ich ziehe am besten eine. So. Die Nummer 26. Wanderst du auf dem richtigen Weg? Es gibt nur einen Weg, der richtig ist, dein Weg. Starke Menschen nehmen keine schwachen Wege. Na? Also frag du dich vielleicht auch mal, ob du auf dem richtigen Weg hier bist. Ja? Ich denke mal, einen falschen Weg gibt es sowieso nicht, weil alle Wege führen ans Ziel. Na? Ob der jetzt einmal so ein bisschen abgekapselt, abgegabelt ist, der Weg? Und du gleich halt mal noch eine andere Erfahrung mitnimmst, ne? Oder ob du halt den geraden Weg gehst. Also ich glaube, niemand nimmt direkt den geraden Weg durch ans Ziel. Ja, da kommen immer irgendwelche Hindernisse rein und Karpazen rein, die hier mit reinwirken können. Ne? So, was sagt dir dein Seelenpartner denn noch? Dein Seelenpartner sagt, die Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Dann sagt er dir die Zeit, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen ihre Zeit. Und das wird hier nochmal gesagt, ne, mit der Zeitkarte. Das ist jetzt eindeutig der Hinweis, dass dieser Seelenpartner, der hier drinnen liegt, wenn du damit jetzt in Resonanz gegangen bist, dass dieser Seelenpartner Zeit braucht noch, ne, weil man hier halt eine Lösung finden möchte, wie man das Ganze bei euch sicherer macht. Und das Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren, ne? Was sagt er dir noch in Worten?
Ja, auch hier schon wieder, ich brauche die Zeit. Ne? Das nehme ich jetzt mal als erstes. Ich brauche noch etwas Zeit. Dann, egal wie schwer es ist, ich bin an deiner Seite, sagt er dir oder sie dir. Und alles wird gut werden. Ne? Also, dieser Mensch braucht auf jeden Fall noch Zeit. Ne? Weil er noch hier oben gedanklich trifft er noch Entscheidungen. Hier innerlich hat er vielleicht noch die ein oder anderen Zweifel und überlegt, wie kann ich diesen Kummer lösen. Ne? Und hier unten, da überlegt er mit dem Fuchs, wie man sich von diesen ganzen Verletzungen, von diesen ganzen falschen Sachen abschneiden kann, ne? Damit man hier mal eine Lösung findet. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses Seelenpartner-Orakel hat euch hier weitergebracht in eurem Fall, den ihr vielleicht gerade mit eurem Seelenpartner-Menschen habt hier. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und eine wundervolle Zeit. Ciao!